Na, was gibt's da zu sehen? Gott, hast du mich erschreckt. Schau mal, was ich letzte Woche gefunden habe. Hey, das ist ja mein altes Auto. Danke. Aber deswegen bist du nicht hier, oder? Erzähl, was ist dieses Mal passiert? Wie geht's der Mama? Dieser Kerl regt mich nur noch auf. Es muss immer alles nach seiner Nase laufen. Alles ist immer wichtiger. Er interessiert sich einen Scheiß um Mama oder mich. Es wird mich nicht wundern, wenn er schon wieder eine andere hat. Du hattest von Anfang an recht. Was hat er denn getan? Er ist nie zu Hause. Und wenn, dann streiten er und Mama nur. Am Ende bin ich immer diejenige, die alles abkriegt. Hast du denn schon mit Mama darüber gesprochen? Ich hab's versucht. Aber sie lässt mich überhaupt nicht an sich heran. Für sie ist er immer noch ein Heiliger. Beruhig dich erstmal. Es ist wahrscheinlich alles gar nicht so wild. Wie geht's eigentlich Papa mit der Sache? Naja, er hat auf jeden Fall noch damit zu kämpfen. Aber er trifft sich wieder mit anderen. Ich glaube, er ist auf einem guten Weg. Das freut mich für ihn. Irgendwie scheinen die uns bei der ganzen Sache immer zu vergessen. Ich habe meine eigenen Probleme. Warum muss ich mich immer um so einen Scheiß kümmern? Siehst du die kleine Fähre da drüben? Ja. Was ist damit? Weißt du, manchmal benötigt auch das größte Schiff ein wenig Hilfe, um auf den richtigen Weg zu kommen. Sprich einfach nochmal mit Mama. Sag ihr, was du denkst. Ihr findet bestimmt eine Lösung. Ich versuch's. Danke.